Hi, du möchtest eine Photovoltaikanlage planen oder diese bauen lassen? Dann mach das bitte nur, wenn du diese Voraussetzungen mit deinem Dach und mit deinem Haus auch erfüllst. Also, ich gehe jetzt Schritt für Schritt darauf ein, worauf du da achten solltest, damit du dann am Ende auch Spaß mit deiner Photovoltaikanlage hast. Und das allererste ist natürlich die Dachfläche. Deine Dachfläche, die ist entscheidend dafür, wie viel Erträge deine Photovoltaikanlage dann in Zukunft auch erzeugt. Und diese wiederum sind natürlich ganz, ganz wichtig dafür, wie schnell sich die Anlage rechnet, wie viel Strom du in Zukunft eigentlich auch noch aus dem Netz kaufen musst oder wie unabhängig du halt auch vom Netz werden kannst. Und damit deine Photovoltaikanlage im Jahr möglichst viele Erträge bringt, ist die Dachausrichtung so wichtig und auch die Neigung. Heißt also, ein flaches Dach erzeugt im Jahr weniger Strom als ein etwas steileres. 30 bis 40 Grad sind in Deutschland oftmals die perfekte Aufständerung. Das kommt aber ein bisschen darauf an, wo genau du lebst. Daher auch wieder wichtig, ganz individuell darauf zu schauen und das für deine Situation auszurichten. Allerdings muss man sagen, dass in den meisten Fällen du gar keine Möglichkeit hast, diesen Winkel zu verändern, weil deine Dachneigung ja vorgegeben ist. In den meisten Fällen ist es 40, 45 Grad oder halt bei Spitzdächern ein bisschen steiler, so wie bei mir. Diese Neigung der Module hat natürlich einen Einfluss auf die Erträge pro Jahr, genauso wie die Ausrichtung in der Himmelsrichtung. Also eine Südanlage erzeugt aufs Jahr gesehen den meisten Strom. Aber Achtung, natürlich kann es auch sinnvoll sein, eine Ost-West-Ausrichtung zu machen, wenn du nämlich auch tagsüber viel zu Hause bist. Dann kannst du nämlich morgens den Strom auf der Ostseite schon nutzen. Tagsüber hast du sowieso genug Energie aus der Photovoltaikanlage. Die Sonne wandert um dein Gebäude herum. Und auf der Westseite kannst du die Abendsonne noch mitnehmen. Sollte allerdings zum Beispiel die Westseite komplett verschattet sein, weil du dort Bäume stehen hast, ich spreche da aus Erfahrung, bei mir ist im Westen Wald und daher auch deutlich Schatten und dementsprechend sehr, sehr geringe Erträge, zeige ich gerne auch nochmal. Aber wichtig ist dann halt, dass du sagst, okay, im Westen ist Schatten, dann nur Ost belegen. Hast du die Wahl, auch zum Beispiel das Carport noch zu belegen, auf einer Südseite würde ich das definitiv immer noch vorziehen, vor einer Westdachseite, die verschattet ist. Also achte ganz stark darauf, wie ist eigentlich meine Dachfläche geeignet? Ist sie überhaupt geeignet? Denn lebst du im Wald, komplett umgeben auf einer Lichtung von Bäumen, dann solltest du sehr, sehr genau prüfen, ob du eine Photovoltaikanlage überhaupt installieren lassen möchtest, weil die Erträge sehr, sehr niedrig sein werden. Dementsprechend hast du weniger Spaß beim Strom erzeugen, hast noch immer einen relativ hohen Netzbezug und daher also auch weniger Ersparnis. Übrigens, wenn du für dich prüfen möchtest, ob eine Photovoltaikanlage überhaupt für dich Sinn macht, findest du hier unter dem Video eine 0 € PV-Checkliste. Prüf das gerne damit, ob eine PV-Anlage überhaupt für dich Sinn macht. Wenn du dann geprüft hast, okay, es macht Sinn, dann nutz gerne mein Netzwerk. Auch unter dem Video verlinkt findest du dort die Möglichkeit, faire Angebote unverbindlich anzufragen. Nutz das gerne. So, und jetzt habe ich über die Dachfläche und die Ausrichtung gesprochen. Das ist natürlich eine Sache. Natürlich solltest du auch unbedingt prüfen, ob deine Dachfläche auch statisch und baulich überhaupt geeignet ist. Ein sehr altes Dach mit zum Teil schon sanierungsbedürftigen Ziegeln zum Beispiel, da solltest du genau prüfen, macht das jetzt Sinn, da eine PV-Anlage drauf zu bauen? Wenn du unsicher bist, dann hol dir da Hilfe von einem Dachdecker oder von einem Gutachter, der das einschätzt, ob dein Dach noch geeignet ist, um dort eine PV-Anlage drauf zu installieren oder ob es sinnvoll wäre, dieses Dach erstmal zu sanieren, bevor dann die PV-Anlage drauf kommt. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht. In manchen Bundesländern ist es ja so, dass wenn du die Dachfläche sanierst, du auch dann eine Photovoltaikanlage oder Solarthermie installieren musst. Also mach dich da bitte schlau, denn das kann sein, dass wenn du das Dach anfasst, du sowieso eine Photovoltaikanlage installieren musst. Neben den baulichen Voraussetzungen, die also auch stimmen sollten, solltest du auch prüfen, wie ist es eigentlich mit der finanziellen Situation. Möchtest du die Photovoltaikanlage bar kaufen oder möchtest du sie finanzieren oder mieten? Also es gibt ja Mietmodelle, da bin ich kein großer Freund von. Sage ich auch ganz ehrlich, warum das so ist. Und zwar zahlst du über die Laufzeit der gesamten Miete für die Photovoltaikanlage einen exorbitant höheren Betrag für die Photovoltaikanlage, als würdest du sie bar kaufen oder selbst die Finanzierung machen. Du solltest für deine Situation auf jeden Fall prüfen, was ist dir wichtig. Möchtest du das möglichst schnell abbezahlt haben, dann ist es natürlich sinnvoll ohne Finanzierung. Allerdings kann in manchen Situationen auch eine Finanzierung sinnvoll sein, um die PV-Anlage anzuschaffen. Besonders dann, wenn du zum Beispiel durch die Pflicht in deinem Bundesland das Ganze finanzieren musst. Also zum Beispiel das Dach muss saniert werden und du musst eine Photovoltaikanlage dazu nehmen und musst finanzieren, dann ist es natürlich die logische Schlussfolgerung. Prüf das also genau für dich und deine Situation.
Hab bei der Investition in die Photovoltaikanlage auf jeden Fall auch im Blick, dass es sich um eine Langzeitinvestition handelt. Also du kaufst die Photovoltaikanlage im Normalfall nicht nur für die nächsten 3 bis 5 Jahre, sondern für die nächsten 30 Jahre im Optimalfall. Die Solarmodule sind dafür ausgelegt, möglichst lange Strom zu erzeugen. Und wir sehen an bestehenden PV-Anlagen auch, dass sie das tun. Die Solarmodule sind sehr, sehr wetterstabil und sehr, sehr beständig, erzeugen auch nach 25, 30 Jahren noch Strom. Daher denk da langfristig, guck auch, wie lange möchtest du eigentlich noch in der Immobilie leben? Macht das ganze Projekt für dich Sinn oder möchtest du eigentlich in den nächsten 7 Jahren ausziehen und woanders leben? Dann kann das Ganze natürlich unter Umständen gar nicht so sinnvoll sein, das Geld in die Photovoltaikanlage zu investieren. Prüf das also für dich. Als wichtige weitere Voraussetzung, um zu gucken, ob eine Photovoltaikanlage für dich Sinn macht und in Frage kommt, ist natürlich auch dein Stromverbrauch. Bist du tagsüber zu Hause, kannst den Strom dann auch verbrauchen, wenn die Photovoltaikanlage auf deinem Dach diesen erzeugt, dann ist das super für dich, denn du hast noch mehr Eigenverbrauch vom Strom und noch weniger Strom, den du aus dem Netz ziehst, im Vergleich zu demjenigen oder derjenigen, der am Abend nach Hause kommt und dann erst die Spülmaschine anschaltet, Waschmaschine anschaltet, kocht, backt und also tagsüber gar keinen großen Stromverbrauch hat. Da läuft vielleicht nur der Kühlschrank. Und am Abend findet dann der große Stromverbrauch statt. Das ist natürlich deutlich sinnvoller, wenn du diesen Stromverbrauch direkt dann hast, wenn die Sonne den Strom erzeugt. Und ganz wichtig hierbei auch nochmal, was hast du eigentlich generell für einen Verbrauch? Hast du vielleicht die Sektoren schon gekoppelt? Also du hast eine Wärmeerzeugung in deinem Haushalt mittels Wärmepumpe oder Infrarotheizungen, also mit Strom. Und hast du vielleicht ein Elektroauto, welches du mit einer Wallbox belädst? Dann sind das natürlich enorme Strommengen, also ein sehr großer Stromverbrauch. Und da rechnet sich eine Photovoltaikanlage auch viel schneller und ist viel sinnvoller insgesamt in der Anschaffung auch als bei einem sehr geringen Stromverbrauch. Logischerweise, wenn du einen geringen Stromverbrauch hast, hast du auch relativ geringe Stromkosten und kannst also auch nur wenig Stromkosten einsparen bzw. nur wenig Kilowattstunden pro Jahr durch die Photovoltaikanlage für dich erzeugen und direkt nutzen. Das ist wichtig zu verstehen, dass ein hoher Strombedarf, also zum Beispiel 10.000 Kilowattstunden mit einer Photovoltaikanlage deutlich vorteilhafter ist, weil du dann viel Strom davon aus der Photovoltaikanlage nutzen kannst, vorausgesetzt natürlich, dass dieser Stromverbrauch auch tagsüber stattfindet. Eine wichtige weitere Voraussetzung für den Bau einer Photovoltaikanlage ist auch die rechtliche. Das heißt, prüfe bei dir, falls du zum Beispiel in einem denkmalgeschützten Haus lebst, darfst du überhaupt eine Photovoltaikanlage installieren? Oder wie auch schon gerade gesagt, musst du bei einer Dachsanierung vielleicht in deinem Bundesland eine Photovoltaikanlage mit installieren und mitdenken? Also bauliche Pflichten bitte unbedingt prüfen, in den meisten Fällen absolut unproblematisch. Also ich möchte da nicht keine Angst machen, aber ich möchte sagen, es gibt Fälle, da sollte man es prüfen und natürlich vorher prüfen, bevor du irgendein Angebot kaufst, unterschreibst oder aber auch vielleicht irgendwie online dir Material bestellst. Ganz, ganz wichtig. Was ich auch empfehle, ist, dass man sich selbst ein bisschen damit beschäftigen möchte mit der ganzen Thematik. Denn wenn du dann Strom erzeugst, dann ist natürlich auch schön zu sehen, was erzeuge ich pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Und wenn du das so ein bisschen im Blick hast, erkennst du auch sehr schnell, wann ist hier mal eine Wartung, Service notwendig oder müssen die Solarmodule mal gereinigt werden, wenn die Leistung sehr stark abfällt. Dann hast du da nämlich ein Gespür und einen Blick dafür. Und das ist auch eine wichtige, finde ich, Voraussetzung, dass man ein bisschen technisches Interesse vielleicht hat. Aber Achtung! Da auch keine Sorge, eine Photovoltaikanlage ist absolut wartungsarm. Ganz selten muss da überhaupt irgendwas gemacht werden. Aber ein gewisses Interesse wirst du wahrscheinlich sowieso schnell bekommen, weil es einfach Spaß macht, mit der Photovoltaikanlage Strom zu erzeugen und diesen dann auch sinnvoll zu nutzen. So jedenfalls bei mir. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist Zukunftssicherheit und Zukunftsfähigkeit deiner Photovoltaikanlage. Hast du vielleicht sogar gerade die Familienplanung im Blick, bist jetzt noch zu zweit und es sollen aber in Zukunft Kinder dazukommen, dann wirst du auch in Zukunft einen anderen Strombedarf haben. Oder genauso möchtest du dir einen Pool bauen, brauchst du eine Poolpumpe, möchtest du eine Wärmepumpe installieren lassen, soll ein Elektroauto dazukommen oder vielleicht zwei. Das sind alles Überlegungen, die mit einfließen sollten bei der Anlagenanschaffung und ob sich diese dann für dich auch wirklich rentiert. Denn nichts ist ärgerlicher, als erstmal eine kleine Anlage zu installieren und dann zu merken, Mist, ich brauche mehr Leistung und das ganze Haus muss nochmal eingerüstet werden, die Anlage muss erweitert werden. Das ist total unnötig teuer dann. Also da an der Stelle schon antizipieren, also mitdenken, was brauche ich in Zukunft, wohin geht das hier mit meinem Strombedarf, dann lieber ein bisschen mehr installieren,
als zu wenig. Das ist meine ganz klare Empfehlung. Und wenn du dich austauschen möchtest mit anderen Menschen, die auch genau an diesem Thema dran sind, dann komm doch in die Sonne-Frei-Haus-Community, die ist gratis. Auf meiner Webseite www.sonnefreihaus.de kannst du reinkommen in die Community. Dort tauschen wir uns aus auf Augenhöhe und in einem geschützten Raum. Ich freue mich, dich da begrüßen zu können. Wenn du ein Angebot brauchst, unverbindlich, dann frag das gerne auch auf meiner Webseite an. Und bei Fragen, Rückmeldungen etc. schreib mir gerne in die Kommentare. Ein wichtiges Ding übrigens auch noch für die Zukunftsfähigkeit ist, natürlich sollte deine Anlage intelligent gesteuert sein. Das heißt, wenn du eine Wärmepumpe hast, kann die auch mit dynamischen Stromtarifen angesteuert werden und auf jeden Fall mit dem Überschuss vom Dach. Das Elektroauto genauso, nicht einfach stumpf einstecken und laden, egal welcher Preis gerade ist, sondern mit dynamischen Stromtarifen zum Beispiel dann, wenn es möglichst günstig ist. Und das Gleiche auch für den Heimspeicher, dass der intelligent gesteuert ist und vielleicht sogar mal verzögert entladen wird. Also dann hast du zwar in dem Moment vielleicht ein bisschen Netzbezug und deine Autarkie ist niedriger, aber du hast einen günstigen Preis aus dem öffentlichen Netz. Und dann, wenn der Preis an der Börse steigen sollte, dann nutzt du deinen Strom aus dem Speicher. So, und jetzt freue ich mich auf den Austausch. Lass mir gerne auch dein Feedback unter dem Video. Und wenn du Fragen hast, gerne natürlich auch da lassen. Daumen und ein Abo, freue ich mich drüber. Und sag jetzt sonnige Grüße, bis bald, vielleicht sogar schon in der Sonnenfreihaus-Community. So, und jetzt hoffe ich, dass alles geklappt hat, denn das iPhone ist jetzt mehrfach aufgrund von Überhitzung ausgegangen. Ich hoffe, jetzt habe ich alles im Kasten, sodass es verständlich ist. Und sag bis bald, sonnige Grüße.